Versucht man sich hier Bahn zu. Was? Bleib bitte draußen. Was hab ich gemacht? Einen Aufwärts hier, bitte. Einen Aufwärts hier, bitte. Bitte. Nimm es mal runter, bitte. Schon, darf ich ganz kurz was mitnehmen? Ja, bitte. Ich nehme es auf, nur zu informieren. Ja, das ist kein Problem. Ich habe meinen Mask auf, ich verhalte mich ganz friedlich. Ich würde das Ihren Kindern. Es ist schon gesagt worden, dass die Demonstration aufzulösen ist. Ich bin auch nicht aufgefordert worden. Geben Sie mir bitte einen Ausweis. Ja, gerne. Wenn wir weiter gehen. Gehen Sie bitte ein Stück weiter, okay, dann muss ich Sie nicht drängen. Danke schon. Nein, ich bin ja nicht zu dem. So, Darwin. Gehen Sie ein Stück bitte weiter, Donne. Wird ein wenig schwer werden. Ja, das weiß ich. Es habt uns gerade einkesselt. Das weiß ich schon. Ich bin da noch da als Passant, ich stehe da und einfach einkreisen. Ja, ich will nicht viel für mich. Also wenn Sie genau vor der Sperrkette stehen, dann stehen Sie nicht zufällig als Spaziergänger da. Nein, okay? Das nicht. Das ja. Aber ich bin da gestanden, ich nehme es mit, ich habe noch wirklich Zeit, aber ich bin nicht mehr schwer. Es hat sich keiner gezogen, okay? Gar nichts. Da ist gar keine Körperkraft angewendet worden oder sonst irgendwas. Sie hatten lang genug vorher Zeit, dass Sie sich von dort auflösen. Sie sind höflich gebeten worden, mehrfach. Okay? Wissen Sie das? Haben Sie das verstanden? Ich verstehe es. Wenn Sie das Ganze nicht aufgelöst haben, wird das Ganze veranzeigt. Ja? Ich verstehe es. Also mir macht das Ganze auch keinen Spaß. Sie hatten lange genug Zeit. Sie wurden mehrfach aufgefordert, mehrfach gebeten, dass Sie das Ganze auflösen. Und Sie genauso wie jeder andere wird halt jetzt sagen. Es ist Ihnen angekündigt worden, es ist Ihnen angedroht worden. Jetzt müssen wir es halt auch leider machen. Ja, ja? Aber ich darf nicht draußen. Ihr Grundrecht ist es prinzipiell bei einer Demonstration, die erstens einmal schon untersagt worden ist, zweitens dann aufgelöst worden ist. Dann ist Ihnen angekündigt worden, dass wir es auflösen werden. Sie hatten lang genug Zeit, ich glaube eine halbe Stunde hatten Sie Zeit, dass Sie das Ganze auflösen. Und dann wäre das alles nicht notwendig gewesen. Okay? So. Na bitte. Bitte, dass Sie mich bevorzugen, weil ich bin gerade bei meiner Pressearbeit, dass Sie mich nicht behindern. Das wird jeder gleichmäßig behandelt. Ja, aber ich bin von der Presse. Sie sind ja, mein Arbeit nicht. Jeder gleichmäßig behandelt. Ja. Mir ist völlig egal, ob Sie jetzt als Frau arbeiten oder als Mann arbeiten, werden genauso behandelt wie jeder andere. Ich muss Ihre Informationen natürlich auch nicht schon tun, um mir das auch mal abzuwenden. Ist ja prinzipiell überhaupt kein Problem. Ja. Ich sage es Ihnen auch im Guten. Die Kollegen fliegen das von Anfang an die ganze Anfang. Gerne. So ist es ja nicht. Okay? Man hat ja zur eigenen Sicherheit auch noch. Bitte? Ich will nur einfach zur eigenen Sicherheit. Ja, ist ja gar kein Problem. Ich sage es Ihnen nur informativ. Nein, gerne. Wie im Quer. Wann sind Sie geboren?
Ja, gar nicht. Du, ich bin da auf der Seite gestoppt. Sobald sie fertig sind, dort raus begleiten, okay? Ja, ich weiß. Passt? Sind die beiden fertig? Ja, wir gehen mit ihnen raus. Ja, gerne. Gehen sollte nach Hause, wir gehen jetzt keine Verwaltungsübertretung mehr, sonst geht das Ganze vielleicht bis zur Festnahme und das möchte ich nicht. Ich bitte Sie höflichst um. Okay? Wir begleiten Sie jetzt raus und lassen Sie das einfach. Lassen Sie die Maske drauf, wenn eine Demonstration aufgelöst wird, halten Sie sich bitte dran, das macht uns ja auch keinen Spaß. Okay? Die Anzeige darüber entscheidet dann, wenn Sie es beeinspruchen, ein Richter vom Landesverwaltungsgericht und kein einfacher Polizist. Okay? Wir schreiben nur, wir hatten die Wahrnehmung, Sie wurden aufgefordert, haben Sie nicht, wir zeigen Sie nur an, der Rest entscheidet ein Jurist und ein Richter drüber. Okay? Bitte. Wir gehen mit Ihnen raus, komm mal bitte. Ich filme das noch ein bisschen da. Ja, kennen Sie. Ich kenne es von draußen noch einmal. Ja. Da, komm mal, gehen Sie weiter bitte. Na ja, da bitte gehen Sie weiter jetzt. Bitte. Naja, ein bisschen mehr Zugang habe ich schon als wir. Gingen Sie weiter? Wir brauchen da Hilfe. Wenn ihr hört, ist da wirklich so. Gehen Sie bitte raus. Da raus. Noch ein paar Meter. Kommen Sie bitte. Eventuell laufe ich auch wieder da hinten zurück. Wie gesagt, nein, ich bin, von der, weiter. Ich bin ja. Von der Presse. Behandeln Sie mich nicht wie so einen kleinen Würsticher. Okay? Ich kenne mich danke. Mit den Rechten aus, sie sich danke aus. Schön. Hoffentlich. Gehaben Sie sich wohl. Ja, somit bin ich gerade reingezogen worden in den Festnahmungszug, würde ich mal sagen. Meine Personale sind aufgenommen worden. Ich habe nicht nachgefragt, ob ich gestraft worden bin, weil ich meinen Presseausweis herzeige. Das ist eigentlich selbstredend dafür, dass ich dann dienstlich hier bin, wie unsere dienstlichen Beamten ja auch amtshandeln wollen, mögen oder sollen, wie auch immer dass man das bewerten mag. Ja. Weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt, so schaut es von oben aus. Schauen wir mal, ob wir ein paar nette Leute noch finden. Ich meine, es sind genug da, schaut euch mal um. Obwohl dieser Tag heute aufgelöst wurde, ist er noch nicht so ganz aufgelöst, scheint nicht zu funktionieren. Die werden jetzt sicher ein paar Leute mehr deswegen aufschreiben, aber das wird auch nichts helfen, deswegen werden die Leute trotzdem da bleiben. Und somit ist es schon mal ein kleiner Feuerfolg und schauen wir mal, wie viele Erfolge wir heute noch feiern können. Ja.